Wir freuen uns riesig, endlich wieder eine DEMEA in Präsenz beflügeln zu dürfen und unsere Kunden und Interessenten dort abermals persönlich zu begrüßen. Just zu Beginn der Pandemie wurden wir Daedalus. Seither ist viel passiert und wir präsentieren uns den Markt zum ersten Mal unter einer rein auf Healthcare IT ausgerichteten Flagge, nämlich der von Daedalus und das auf sage und schreibe 357 Quadratmetern. Wir haben unser brandneues Standkonzept den Hygieneregeln angepasst und es erwartet Sie eine Bühne mit einem hochinteressanten Programm, auf der wir Ihnen viele herausragende Neuerungen unserer IT-Lösungen vorstellen wollen. Das Auditorium hat die Möglichkeit, mit angemessenem Abstand sehr komfortabel zu folgen. Wir werden die Highlights unseres großen Produktspektrums, Orbis U, Orbis Medication, TIP HCE, Hyde Media, Deep Unity, Patient X Care Suite vorstellen, wobei auch das KHZG nicht zu kurz kommen wird. Daedalus ist auf klarem Wachstumskurs und wir freuen uns zudem mehr, insbesondere auch die neuen Mitglieder der Daedalus-Familie dort mit an Bord zu haben und unsere Besucher am Stand der Integration teilhaben zu lassen. Unsere Experten von Daedalus Labor und Dosing empfangen Sie jeweils auf Präsenzen vis-à-vis von unserem Hauptstand, wobei wir für die Dosing-Interessierten natürlich auch den Flycycle Vision im Gepäck haben. Auch werden wir unsere jüngsten Akquisitionen GSG für das Medizincontrolling und CareBridge für das Entlass- und Überleitungsmanagement vorstellen. Seien Sie also gespannt und sehr herzlich eingeladen. Lassen Sie sich von unserem Portfolio begeistern. Wir freuen uns riesig auf Sie. Als ersten Punkt der Orbis Bühnenshow werden wir Ihnen den Orbis U Pflegedurchlauf präsentieren. Ja, und erstmals dort mit einer automatischen Wundvermessung. Ja, an dem Prototypen wird gerade aktuell gearbeitet. Als zweites Thema zeigen wir Ihnen einen vollständig Orbis U-basierten Patientendurchlauf, beginnend von der Ambulanz bis zur Station. Ja, alles auf Basis des neuen Orbis U-Frames, den wir prototypisch bei einem ersten Kunden jetzt pilotieren werden. Beispielsweise das neue Orbis U-Terminbuch, Orbis U-Allergies, die neue Orbis U-Krankengeschichte, alles neue Orbis U-Lösungen, die wir für Sie in einer ersten Version entwickelt haben und zum ersten Mal präsentieren werden. Weiterhin präsentieren wir Ihnen einen Slot, Orbis Info for You, das bewährte System, um mit Orbis am Smartphone kommunizieren zu können. Ja, dort zeigen wir unter anderem neben den bewährten Funktionen vollständig neue Funktionen wie die Einbindung eines PAX-Viewers sowie die Einbindung der neuen Orbis CPUI-Anforderungsplattform für den Arzt, um domänenübergreifend Anforderungen erzeugen zu können. Im nächsten Abschnitt präsentieren wir Ihnen Orbis Medication und zwar mit vollkommen neuen Funktionen, die Patientensicherheit betreffen. Die KZG-relevanten Funktionen wie Closed Loop, wie Fluid Management im Intensivbereich und wie jetzt ganz neu die Integration von Flycycle Vision der Firma Dosing innerhalb Orbis Medication. Ein weiterer Programmteil wird das neue Portal Patient X-Care Suite bilden. Die Patient X-Care Suite unterstützt den gesamten Patientenaufenthalt, bildet auch wiederum KZG-förderwürdige Kriterien ab im Bereich des Entlassmanagements, hier auch im Zusammenspiel mit der neuen Kooperation CareBridge. Der nächste Programmpunkt beschäftigt sich mit Themen aus dem Bereich Diagnostic Imaging, und zwar mit der PAX-Befundschreibung und mit dem cloudbasierten Bildaustausch. Die PAX-Befundschreibung ermöglicht Befundung am PAX direkt, ohne weiteres Tool. Der cloudbasierte Bildzugriff ermöglicht an jedem Ort, zu jeder Zeit, den Zugriff auf Bilder und weitere Dokumente. Wir schließen den Kreis unserer präsentierten Produkte mit dem Bereich TIP HCE ab. Hier sei besonders erwähnt die neue Akquisition der Firma GSG, die gerade für das Medizincontrolling besondere Bedeutung hat. Außerdem präsentieren wir Ihnen das neue Live-Cockpit für die Pflegereaktion. Wir sind überzeugt, dass wir Ihnen mit den hier gezeigten Lösungen genau die richtigen Antworten auf die Fragen des KZG geben können. DEMEA – Connecting Digital Health.